Hallo und herzlich willkommen. Wir haben den Entführer getroffen und sind jetzt bewaffnet. Wird es mal das Tick geben oder ist er die Leitung? Nein, kommen Sie zurück. Ich bringe Sie um, wenn Sie alles was antun. Haben Sie gehört? Kommen Sie zurück. Er hatte Alice und er wollte das Manuskript, da er glaubte, dass es magische Kräfte hätte. Aber ich hatte kein Manuskript für ihn. Ich musste zu Barry zurück und mir die nächsten Schritte überlegen. Jo, das musste wohl. Bei mehr als nur einem Anlass hatte Alice versucht, mir zu erklären, wie es war, Angst vor der Dunkelheit zu haben. Für sie war die Dunkelheit nicht bloß das Fehlen von Licht, sondern etwas Greifbareres. Sie war etwas, das man anfassen und fühlen konnte. Schlimmer noch, sie besaß einen Verstand. Böswillig und heimtückisch. Für sie veränderten sich die Dinge in der Dunkelheit. Sie wurden zu etwas anderem. Etwas Fremdem. Und nichts war mehr sicher oder unschuldig. Ich hatte nie verstanden, was sie meinte. Bis jetzt. Ich bin die Dunkelheit. Also habe ich auch keine Angst davor. So. Nicht mehr zumindest. Wir können schweben. Das ist Standard-Skill eines Spielers. Ich werde doch garantiert Sturzschaden kriegen, wenn ich hier runterspringe. Ups. Ja, super. Bein gebrochen. Wir haben Leuchtfackeln auf jeden Fall, das ist eine zumindest. Das ist potenziell erstmal gut. Ist das Barry? Ne, das ist ein Nachtpirscher. Willst du mich verarschen? Jetzt haben sie schon Fallen aufgelegt. Toll. Ups, ich bin gestolpert. Guck mal, da ist auch noch eine Falle. Die sehen erst aus wie Items. Ja, Jesus. Maria Josef. Ich will es nicht ausprobieren. Es tut bestimmt weh, da reinzulaufen. Hab man nicht so schnell. Ich laufe doch hoffentlich richtig, oder? Bin mir nicht sicher. Ja, wo Munition ist, bin ich automatisch sicher, dass ich richtig bin. So, was ist denn das hier? Dosen werfen? Strider? Ich finde Strider von Half-Life. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Du, 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 di. Du, du, du. Du, 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 di. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du, di. Du, du, di, du, du, di, du. Hä? Du, di, du, du, du. So. Ihr vermeintlichen Biester. Ihr könnt mir nichts anhaben. Das von mir auch. Wann lernen sie das, dass sie mir nichts anhaben können? Muss mich nur beeilen. Das Spiel wird schon wieder so... Ich schick dir jetzt mal 1000 Gegner. Und jetzt wird's ruhiger. Oder auch nicht. Hihihihi. Alter. Thank you.
Ja, einschalten. Mann. Wuh. Licht. Boah, wieder ein Revolver, cool. Die Luft war eine Kette von Katastrophen gewesen. Ich war erschöpft und mein Körper fühlte sich an, als hätte man ihn durchgekaut. Die Taschenlampe wog schwer in meiner Hand und jede Bewegung des Abzugs schickte einen Schock durch meinen Arm. Endlich kam ich aus dem Wald und dachte, es würde besser. Da hörte ich die Kettensäge. Na, geil. Ah. Ellen, du machst mir sehr große Hoffnung. Da hört er die Kettensäge. Ja, leck mich doch fett am Sack. Jagdgewehr. Oh, das ist eine neue Waffe. Jagdgewehr ist geil. Das ist das, was sie früher zumindest teilweise... oder so eine ähnliche Fassung früher im Ersten Weltkrieg benutzt haben. Oder im Zweiten. Die mit der Durchschlagskraft. So... Wo geht's lang? Dein Licht, was? Das ist schon mal potenziell gut. Da ist ein Flugzeug abgestürzt. Wie krass. Oh, komm schon, so schlimm war es nicht. Oh, eine Leuchtfackel. Die sind gut. Hm. Der Baum kippt gleich um. Ah, Alter, das ist unfair. So. Ihr hört dieses Geräusch, ne? So nach dem Motto, da kommt gleich was. So, wir sollen nach oben, also gehe ich auch in diese Richtung oder ich renne. Wir sollten keine Zeit verlieren. Bin ja doch richtig, oder? Naja, Hauptsache Kaffeekanne. Ja, mehr oder weniger, ich bin richtig. Ha, in den Sack. Können wir nicht bei Licht überleben? Das geht doch gar nicht. Gut, hier können wir nach oben. Dann gehen wir doch noch mal links und schauen mal, was hier oben ist. Bitte nicht runterfallen. Oh.
Aua. Naja. In erster Linie nichts Schlimmes passiert. Weiß nicht, was passiert, wenn ich darüber gehe, über diese Erde. Ich glaube, dann passiert schlimme Dinge. Wo sind Spawnpoints für neue Gegner? Genau sein. Das Holzlager sah schlimm aus. Das Containerbüro war über die Klippe geschoben worden. Deputy Thornton kam aufgeregt aus den Trümmern hervorgekrabbelt und atmete wegen der Anstrengung schwer. Niemand hier. Komisch. Findest du das nicht auch komisch? Mulligan schnaubte gelangweilt. Teufel, hier ist alles komisch, Thornton. Die Frage ist nur, auf welche Weise es das diesmal ist. Gut. Dann, hier. Bam. Bam, sagte ich. Ah, eine Brücke. Alter, fast wäre ich runtergefallen. Seitenweise Mr. Wake. Aha, und was bringt das? Finden Sie 25... Ah, okay. Als Barry das Dunkel das Besucherzentrum angreifen sah, verschwanden seine Zweifel. Die Menschen, die Al erschossen haben sollte, waren keine verrückten Einheimischen gewesen. Die Welt war anders, als hätte jemand umgeschaltet. Man glaubt, man sieht eine Sitcom, schaut aber eigentlich eine Horrorshow. Als die Vögel auf die Hütte losgingen, war Barry nicht überrascht, nur entsetzt. Dämliche Dunkelheitspfützen. So. Eine Kaffeekanne. Und jetzt? Was haben wir hier irgendwas? Ach, hier ist eine Leiter. Ah. Habe ich gar nicht gesehen. Gut, dann geht's nach oben. Auch noch mehr Dunkelheitspfützen. Lass mal gucken, was macht die? Ach, die gehen auch dadurch kaputt, weil ich... Ah, cool, da brauche ich keine Batterien verbrauchen. Aber die machen eigentlich gar nichts, ne? Ich glaube, dieser... wird sich auch noch verwandeln, der Typ. Und wird dann zum Endgegner. Was meint ihr? The darkness. Yes. Die Dunkelheit trägt ihr Gesicht. Was? Die Kettensäge? Mein Gewehr und ich werde es benutzen. Die Dunkelheit trägt ihr Gesicht. Was? Schatten bewegten sich und der Wind nahm zu, als ich durch den Wald rannte. Ich konnte fühlen, wie das Dunkel mich anstarrte. Dann wurde das Mondlicht von dunklen Schatten verdeckt, die über den Boden hetzten. Zu schnell, um natürlich zu sein. Finsternis sammelte sich zwischen den Bäumen und zerfloss. Besessenen erschienen. Kein natürlicher Pfad hatte sie geführt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es bis zur nächsten Folge dauert, deswegen entschuldige ich mich jetzt schon mal für den extremen Cut, der als nächstes folgt. Ach, verdammt. Noch habe ich genug Festplankapazität, aber auf dieser Festplatte muss noch eine andere Festplatte geben. Ich kann hier rüber. Muss noch ein anderes Let's Play aufgenommen werden. Deswegen wird es ein bisschen kritisch.
Ich habe jetzt beschlossen, ups, Licht zu verbrauchen. Penner. So viel Muni hat man gar nicht mit dem Ding. Aber die wirkt. Ein Schuss, dann sind die Gegner meistens weg. So. Sind wir jetzt endlich mal bald da? Also ich bin nicht so der Horrorspieler, habt ihr vielleicht mitgekriegt. Deswegen werde ich auch nicht, werde ich nur die Story verfolgen. Alles andere ist mir relativ egal. Auch die Manuskripte. Ich werde natürlich so viele sammeln wie möglich. Baumfeld. Rum ist einfach nur so umgekippt. Der stimmt allerdings. Och, du Scheiße. Die Kettensäge. Wo ist denn der? Ja, der Skill bewiesen und sich aus dem Licht ausgewichen. Ha! In der nächsten Folge machen wir hier weiter. Bis dann!